günstiges Home-Studio einrichten. Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Ja Leute, wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, hat sich die Bildqualität in dem Video jetzt schon einigermaßen verändert. Und zwar liegt es daran, ja, ich habe mir endlich eine neue Kamera gekauft. Ich filme nicht mehr mit meiner Spiegelreflex, das heißt nicht mehr mit meiner Canon, die wo eigentlich nur für ja, Fotografie zuständig war, sondern ich habe mir eine Sony zugelegt, so eine kleine Kompaktkamera. Und ich bin echt überrascht, was für eine krasse Qualität das hat. Das heißt, so ein, ja, ich habe einen großen Sprung gemacht, beziehungsweise die Kamera ist echt krass vom Fokus her und so. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, der PC ist an. Und ja, ich will euch heute mal zeigen, wie ihr euch ein günstiges, beziehungsweise ein preis-leistungs-günstiges Home-Studio einrichten könnt. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt für euch, wie ihr, die wo zum Beispiel neu anfangen oder die wo mal schon ja, längere Zeit selber produzieren. Gut, die müssten schon wissen, was man braucht für Equip. Aber heute geht es eigentlich nur um die Leute, die wo jetzt so sagen, so hey, ich will heute oder ich will die nächsten Wochen oder nächsten Monat mal anfangen, mir so ein kleines Studio einzurichten. Das heißt, ich will selbst Musik produzieren, ich will selbst ja, das so auf die Beine bringen. Und ich dachte mir, ich zeige euch so meine Sachen, was ich benutze und so alternativ preisgünstigere Sachen. Das heißt, ihr müsst nicht immer das Teuerste haben vom Teuersten, sondern ihr könnt es auch echt für weniger Geld noch Top-Dinger haben, also beziehungsweise Top-Produkte. Und ja, ich würde mal sagen, der PC ist ja wie gesagt schon an und ich werde so ein paar Produkte euch zeigen, was ihr generell braucht, beziehungsweise was ihr so für ein Studio oder für so ein Home-Studio haben müsst, damit es überhaupt funktioniert. Und auf alle Produkte werde ich nicht eingehen, wie zum Beispiel ein PC. Das ist ja eigentlich so ein ja, Standardprodukt, wo eigentlich jeder haben muss. Das heißt, darauf will ich auch gar nicht drauf eingehen. Ich kann euch jetzt zu meinem PC nur sagen, da ich mir den damals von meinem Kollegen, also vom Kumpel von mir, zusammenbauen lassen habe. Der hat damals, ich glaube, der ist schon 3-4 Jahre alt, ich glaube, einen i5-Prozessor und eine schlechte Grafikkarte. Ich brauche zum Beispiel keine gute Grafikkarte, weil ich ja produziere. Das heißt, ich brauche keine krasse Grafik. Deswegen könnt ihr auch hier nochmal ein bisschen Geld sparen. Aber die halt eher aufs Zocken aus sind, ja, die müssen sich anderweitig eine Grafikkarte zulegen. Das heißt, ihr müsst wieder mehr Geld ausgeben. Aber wie gesagt, ein PC sollte jeder haben. Sowohl auch ein Schreibtisch. Ich kann euch meinen mal kurz zeigen. Bitte nicht hier unten hinschauen. Hier sieht's aus wie nochmal was. Ich habe mir den Tisch hier damals, vielleicht könnt ihr es einigermaßen erkennen, habe ich mir damals von Amazon gekauft und der lag auch bei 160 Euro oder so. Aber wie gesagt, ein Schreibtisch oder so sollte ja eigentlich jeder schon daheim haben. Oder wenn, ja, kauft euch einen günstigen auf eBay Kleinanzeigen oder, ja, viele verschenken ihn sogar schon auf eBay Kleinanzeigen. Deswegen, darauf will ich auch nicht eingehen, sondern rein um die Musik. Das heißt, wie kann ich mit gutem Equip produzieren und, ja, mein Track dann abmischen und mixen und. Deswegen gehe ich auch nicht auf die Tastatur ein, weil das auch klar sein sollte, sowohl auch die Maus und natürlich auch ein Bildschirm. Luxus wäre natürlich, wenn ihr zwei Bildschirme habt, das habe ich jetzt auch seit kurzem. Ich habe auch schon ein Video rausgebracht, wo ich mir diesen Bildschirm gekauft habe, beziehungsweise ausgepackt habe. Und ich war echt überrascht, wie krass ja, mir die Arbeit erleichtert wird durch zwei Bildschirme. Aber wie gesagt, ein Bildschirm reicht auch vollkommen. Ich habe ja auch jahrelang mit diesem Bildschirm produziert und hat auch funktioniert. Deswegen ist es jetzt auch kein unbedingt Muss, also kein unbedingt ein Produkt, wo ich sagen muss, man muss zwei Bildschirme haben, sondern es reicht auch einer. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen zu den Boxen. Das heißt, das ist ja ungefähr das Wichtigste. Man braucht natürlich Boxen, um die Musik abspielen zu können, beziehungsweise hören zu können. Und ich habe mir damals, ich kann es euch mal kurz zeigen, hier, ich habe mir damals so KRK-Boxen geholt, der Marke, also von der Marke KRK, und zwar die 6. Generation, ist halt, ja, vom Preis etwas teurer. Ich kann euch zum Beispiel einen Tipp geben, schaut euch mal die 5. Generation an, die ist nochmal 50 Euro günstiger als die 6. jetzt hier, und ich habe mir halt die 6. Generation geholt, weil ich halt einfach so in den EDM-Bereich will, und ich will hier unten halt richtig schönen Bass haben.
Und die sechste Generation, also die, was ich jetzt hier habe, da hinten, die haben einfach viel, viel mehr Watt, das heißt viel mehr Bass, viel mehr oder bessere Höhen. Aber die fünfte Generation hätte es auch getan. Das heißt, die sind eigentlich, oder beziehungsweise die fünfte Generation ist gar nicht viel schlechter als jetzt meine, oder beziehungsweise die sechste Generation. So, ich kann euch mal kurz zeigen, was ich hier für Anschlüsse habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier erkennen könnt. Ich habe hier einen XLR-Eingang. Ich habe hier mein normales Stromkabel. Das heißt, die muss man separat per Strom anschließen. Hier habe ich den Powerknopf on und off. Dann habe ich hier noch zusätzliche Regler, wo ich einstellen kann. Ja, Volumen will ich mehr, will ich weniger. Genau, also man kann hier noch ein paar Sachen einstellen. Hier sieht man es nochmal, sechste Generation. Und das gleiche hat man auch auf der anderen Box natürlich. Und um die Musik generell, weil man kann die ja nicht so einfach per PC, also per USB, wie andere Boxen oder einfach per ja, 3,5 Klinkenanschluss anschließen, sondern man braucht natürlich ein Audio-Interface. Und ich habe mir vor, ich glaube, ja, einem halben Jahr oder so eins gekauft. Und zwar kann ich das euch auch mal kurz zeigen. Ich habe mir hier das Focusrite Scarlett 2E4. Eine Generation, genau so nennt sich das. Wie ihr vielleicht hier sehen könnt, ich habe hier einen Anschluss. Zum Beispiel hier könnte ich mein Mikrofon anschließen. Hier könnte ich noch meine Gitarre anschließen. Hier habe ich noch etliche Einstellungen. Hier kann ich Kopfhörer anschließen. Also super praktisch hier, wenn ich zum Beispiel per Kopfhörer meine Audio wiedergeben will. Dann habe ich hinten, vielleicht kann man das auch erkennen, habe ich hier Cinch. Dann habe ich hier nochmal die große Klinke. Und hier habe ich auch nochmal zwei Möglichkeiten, XLR anzuschließen. Ja, das Ganze läuft dann einfach per USB. Das heißt, ihr müsst den einfach nur an beziehungsweise an den PC anschließen. Die Software wird dann automatisch erkannt. Das heißt, es wird auch automatisch runtergeladen. Und das ist halt zum Beispiel die große Version. Es gibt zum Beispiel diese 2E2-Generation. Das heißt, ihr habt zwei Eingänge vorne und zwei Ausgänge hinten. Ich habe halt zwei vorne und vier Ausgänge hinten. Und deswegen könnt ihr euch so noch mal ein bisschen Geld sparen. Das heißt, schaut euch gerne mal die zweite Generation an mit zwei Ausgängen, weil es reicht. Ich habe mir halt das nur geholt für irgendwelche, wenn ich noch mal zwei Boxen holen sollte, die ich dann einfach mit XLR anschließen will, habe ich halt hier noch mal die Möglichkeit. Aber ist jetzt auch nicht zwingend notwendig, dass ihr jetzt das unbedingt auch jetzt kaufen müsst. Ich verlinke euch natürlich die ganzen Produkte unten in der Videobeschreibung. Meine eigenen Produkte, das heißt die, wo ich verwende, die Boxen, die sechste Generation und so, sind natürlich in jedem Video verlinkt. Das heißt, ihr könnt auch so ein bisschen, ja, die Preise mal durchsetzen und ja, ihr wisst ja, wenn ihr im Internet rumsurft oder generell im Internet schaut, wie viel kostet das, wie viel kostet das. Die Preise können täglich abweichen. Das heißt, bei Amazon kosten sie zum Beispiel 180 Euro. Zum Beispiel so war es bei mir. Die Boxen haben 180 gekostet. Habe ich mal auf Google geschaut, die Boxen. Dann gab es beim Händler die für 168. Das heißt, ich habe mir wieder 12 Euro gespart. Und genau, es sind halt so kleine Tipps, die ich euch geben kann, um natürlich Musik produzieren zu können. Weil klar, man hat die Boxen, um Töne wiederzugeben. Man hat ein Audio-Interface, dass die Boxen überhaupt Saft bekommen. Das heißt, dass die überhaupt funktionieren, dass das alles kompatibel ist. Aber natürlich brauche ich ein MIDI-Keyboard. Ich habe zum Beispiel jetzt ein größeres Keyboard, was ihr auch nicht kaufen müsst, unbedingt, weil es gibt zum Beispiel von der Firma oder von der Marke Akai oder AKAI, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gibt es auch so ein MIDI-Keyboard. Das ist ungefähr, ja, so ein Viertel davon. Das heißt, es ist nur bis so, also nur die Größe hier. Ich habe mir halt ein 61-Tasten-Keyboard geholt von M-Audio Oxygen 61. Genau, das habe ich einfach so gemacht, da ich jetzt nicht immer die Oktaven ändern will. Ich habe zwar hier die Möglichkeit, noch eine Oktave hochzugehen oder Oktaven runterzugehen, aber mir reicht meistens das hier so zum Produzieren. Ich habe hier noch so Drumpads, das heißt, die sind auch nochmal beleuchtet, wie ihr sehen könnt. Aber das sind halt einfach so Produkte, wo ich sage, ihr müsst sie nicht unbedingt kaufen, beziehungsweise es gibt preisgünstigere Sachen, die genauso funktionieren. Und genau, was habe ich euch gezeigt? Bildschirm braucht ihr natürlich, PC braucht ihr, Monitorboxen, wie gesagt, es gibt noch von der Firma Yamaha, die haben auch noch richtig geile, aber ich habe gelesen, die, wo so Richtung EDM gehen wollen, sind KRK halt so die Marktführer davon. Und genau, dann habe ich mir ein MIDI-Keyboard, habe ich euch schon gezeigt. Ich werde natürlich auch mal einen Livestream machen jetzt demnächst mal, und ich werde euch mal zeigen,
wie ich überhaupt produziere, wie das überhaupt funktioniert. Ach ja, genau. Ich kann euch mal zeigen, mit was ich überhaupt produziere oder mit was viele produzieren, wie zum Beispiel Martin Garrix, soweit ich weiß, produziert noch damit. Tiesto produziert nicht mehr damit, aber hat auch mal damit produziert. David Guetta, nee, die sind schon alle ein bisschen auf das Cubase, nennt sich das, so die teure Variante. Aber ich gebe euch einen Tipp, ich habe mir das damals geholt und bin bis jetzt super zufrieden. Und zwar ist das das Fruity Loops, also FL Studio Producer Edition. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Varianten. Es gibt einmal die, ich kann mal kurz nachschauen. Genau, also es gibt einmal das normale Fruity Loops, das kostet so, glaube ich, 150 Euro oder so. Oder 120 Euro. Dann gibt es die Producer Edition, also die, wo ich hier habe. Kann ich jedem empfehlen, weil die hat halt so ein, ja, mehrere Plugins. Das heißt, ihr habt mehr Effekte, ihr habt mehr Synthesizer. Und dann gibt es dieses Signatur-Bundle oder wie man da sagt. Da ist ungefähr alles dabei, was man braucht. Aber da ist man gleich bei, muss ich kurz nachschauen, bei über 300 Euro. Und das ist schon Batzen Geld. Deswegen, wenn ihr mit Fruity Loops produzieren wollt, natürlich schaut euch gerne mal ein paar Videos drüber an, ob euch das überhaupt gefällt, ob das überhaupt euer Ding ist. Oder wenn ihr sagt, ihr seid Apple-Nutzer, gut, auf Apple-Geräten funktioniert das Programm genauso. Es ist zwar seit Monaten oder so eine Beta draußen, aber die funktioniert auch wie eine Vollversion. Also ich verstehe nicht warum. Genau, also die, wo eher mit Logic arbeiten, das ist das Programm von Apple. Kann ich euch leider nicht viel zeigen, weil wie gesagt, ich arbeite mit dem Windows-PC und mit Fruity Loops. Und genau, wenn ihr zum Beispiel jetzt noch sagt, hey, ich habe noch ein paar Euro übrig, ich habe schon ein Tonstudio oder so, dann kann ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar habe ich, wie ihr wahrscheinlich schon in Videos von mir gesehen habt, habe ich hier sogenannte Absorber mir hingeklebt. Ich finde die optisch richtig geil. Das heißt, ich habe sie von hier so ein kleines Muster, weil ich habe damals, wo ich mir das gekauft habe, beziehungsweise da habe ich mir die über Thomann bestellt. Schaut es auch gerne mal vorbei, die haben echt super Deals manchmal. Und da habe ich mir 16 Stück gekauft und dachte mir so, ah cool, ich kann jetzt die ganze Wand bekleben. Ja, das hat gereicht davon, beziehungsweise mehr hatte ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mir jetzt ein cooles Muster. Voilà, ich mache mir ein cooles Muster, dass es vielleicht wenigstens nach was aussieht, wenn ich sie nur nebeneinander klebe. Und bald kommt ein Video, und zwar von diesem Paket hier. Das sind wieder Absorber und die werden dieses Mal an die Decke geklebt, deswegen ja, kommt im nächsten Video drüber. Sonst war es das eigentlich hier. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt natürlich wieder fleißig Kommentare. Es ist richtig geil immer. Letztens hatte ich auch wieder 7 Kommentare und übelst viele Privatnachrichten auf Instagram. Deswegen auch gerne da mal vorbeichecken. Und natürlich auch auf meinem zweiten Kanal, wo ich auch die Musik euch zeige bzw. DJ-Mixe macht, das heißt mit diesem schönen Controller da hinten, checkt mal den Kanal ab. Ich verlinke euch den auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ist heute ein neuer Mix online gekommen. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Peace.